Jo Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GCLS TV. Wir interviewen hier heute eine Comedy-Legende, Hendrik Nachtsheim oder Henny Nachtsheim, der kennt ihr ihn wahrscheinlich eher, von Badesalz. Der kommt heute zu uns hier ins Lichtenberg-Studio und wir stellen ihm mal ein paar Fragen. Wir haben jetzt den Henny hier von Badesalz. Ja, hallo. Hi Tim. Zunächst mal, wie kam es denn dazu, dass du Comedy machst? Direkt nur über den Haufen gefahren mit der ersten Frage. Also es hat nichts mit dem Klassenkasper in der Schule zu tun oder sowas, sondern es hat eigentlich damit zu tun, dass ich den Gerd kennengelernt habe. Der hat bei Flatsch gespielt, das war eine Band damals, die schon sehr viel Comedy-Elemente in ihrem Programm hatte. Und ich habe bei Rodger Monotones gespielt, das könnt ihr jungen Kerle nicht kennen. Das war vor dem Krieg, kurz vor dem Krieg war das, und vom Ersten Weltkrieg. Und wir haben uns auf dem Geburtstag von unserem Schlagzeuger kennengelernt. Das heißt, wir hatten schon Doppelkonzerte gespielt, uns da schon so angefreundet. Dann haben wir einen sehr langen Abend miteinander verbracht und haben sehr ausführlich darüber geredet, über was wir lachen und was wir lustig finden. Zum Beispiel hessische Hausmeister. Mhm. Je blöder sie sind, je lustiger sind sie und so. Und an dem Abend haben wir irgendwie gemerkt, wir haben so ein ähnliches Humorverständnis. Und dann haben wir uns verabredet. Und dann hat der Gerd mich irgendwann gefragt, könntest du dir vorstellen, außer der Band noch irgendwas zu machen, was mehr mit Sprache zu tun hat. Es gab aber damals noch keinen Begriff wie Comedy. Das gab es nicht. Das gab es in England, das gab es in Deutschland nicht. Und dann haben wir Badesalz gegründet. Und haben dann irgendwie, irgendwann hat er mir dann erzählt, er hat jetzt einen Auftritt ausgemacht im Frankfurter Singkasten. Das war ein relativ renommierter Club. Und ich sag, schön, hättest du vielleicht mal auch mal fragen können. Oder? Und dann haben wir unser erstes Programm geschrieben. Und das haben wir dann aber tatsächlich 3 oder 4 Wochen vor der Premiere haben wir festgestellt, dass es total scheiße ist. Und haben es wieder weggeworfen und haben dann das Superdong noch geschrieben. Also unser erstes Live-Programm, was ein sehr anarchisches Theater-Comedy-Stück war. Und da, so hat das angefangen. Also da, so sind wir Komiker oder Comedians geworden, ohne dass wir das damals eigentlich schon so begriffen haben. Das war einfach aus dem Bauch raus irgendwie was Lustiges machen, auf der Bühne Rollen spielen, komische Figuren. Und hat jetzt hast du mit einer Frage schon ein paar Fragen beantwortet. Ich kann ich beantworte diese Frage nochmal ganz anders. Hat mit Badesalz alles angefangen und war das eigentlich geplant, dass Badesalz so entsteht? Badesalz war noch vor dem Urknall, dann hat sich die Erde gebildet und dann kam die Evolution. Nein, also sag mal, du meinst jetzt, auf was beziehst du angefangen? Die Comedy-Szene? Genau. Naja, es gab schon Otto und Didi Hallervorden, die gab es schon, die sind auch noch älter als wir, noch älter. Und es gab damals auch noch eine ganz schlimme Serie, die hieß Harald und Eddie auch weiß nicht mehr genau, wer da alles mitgespielt hat, aber Harald Junkener und noch jemand und so. Und das waren so altmodisch, eigentlich relativ altbackene Comedy-Formate. Und wir haben tatsächlich irgendwie, glaube ich, dadurch, dass wir aus der Rockmusik kamen, haben wir auch ein bisschen rockiger gedacht, wenn ich das mal so formulieren darf, und haben es ein bisschen moderner angegangen und haben dann auch mit der ersten Serie auch was Eigenes geprägt, was heute noch gern zitiert wird. Also sich anzumaßen, zu sagen, mit uns hat jetzt irgendwas angefangen oder dass man jetzt Steine ins Rollen gebracht, das finde ich ein bisschen, bin ich zu dicke Lippe irgendwie. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall auch mitgeholfen, relativ früh irgendwie was anderes zu installieren, was komisch ist als das, was vorher da war. Ich glaube, das darf man schon sagen. Und war es geplant, dass ihr euch sozusagen so als Comedy-Duo dann das macht, oder war das so rein zufällig dann? Naja gut, wenn du irgendwann einen Auftritt verabredet hast, dann ist es irgendwann auf dem Plan. Also dann ist es natürlich irgendwann auch klar, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt müssen wir dafür arbeiten, jetzt müssen wir dafür eine ganze Menge schreiben und uns bemühen, dass das auch lustig wird und so. Mhm. Aber sagen wir mal so, was wir alle nicht haben kommen sehen, dass es so lange dauert. Badesalz gibt es jetzt 33 Jahre und das ist, ich darf das sagen, unverändert. Von der Zuschauerresonanz ist es immer klar, ist es nie weniger gewesen. Ob wir Fernsehen gemacht haben oder nicht, war völlig wurscht. Wir haben jetzt nur mal als Beispiel, also ohne, es klingt jetzt angeberisch, aber es ist eher so ein Stolz. Wir haben jetzt 4-mal das Staatstheater in Darmstadt ausverkauft und spielen es nochmal. Und da passen 1200 Leute oder so rein oder 1100 und das nach dieser langen Zeit. Ja. Und das ist so, das hätten wir nie gedacht eigentlich. Also das am Anfang der Karriere, das hätte keiner gedacht, dass das so lange hält und dass das so lange auf so einem guten Level ist und sowas. Nee. Das wäre auch anmaßend gewesen, ohne zu sagen, ja, ich glaube, wir sind so cool, dass wir das jetzt mal 4 Jahrzehnte machen. Irgendwie. Ja. Was sagt denn deine Familie dazu, dass du das machst eigentlich? Ja, das muss ich erstmal erklären, wer ist meine Familie? Ich habe 3 Kinder mit 2 verschiedenen Frauen, von denen ich beide geschieden bin. Ja, gut. Also von daher. Dann sagen wir so, was sagen deine Kinder dazu? Genau, aber ich muss auch dazu sagen, dass das Schöne ist, ich kann da deswegen so befreit drüber sprechen, weil alle ein super Verhältnis haben. Ich habe jetzt gerade neulich Geburtstag gefeiert und da waren eben meine beiden Ex-Frauen, aber auch meine Freundin, mit der ich jetzt schon 7 Jahre zusammen bin, und es war ein großes Hallo und super gute Atmosphäre. Alle mögen sich und es gibt keine bösen komischen Stimmungen so zwischeneinander oder dass man irgendjemanden nicht einladen dürfte.
Und was meine Kinder angeht, ich habe drei Kinder, die gehen da sehr unterschiedlich um. Also mein Sohn selbst ist ja mittlerweile auch in dem bisschen dem Genre unterwegs. Der hat mit Radio Nukular einen ausgesprochen erfolgreichen Podcast, mit dem er jetzt auf Tour war. Das läuft irgendwie unfassbar. Die reden über, die sind alle drei, er und seine Kumpels sind 30 und reden über so Dinge von früher und über, was weiß ich, Ghostbuster-Folgen oder erste Mädchen, die sie hatten oder und so weiter. Und das hören jede, alle zwei Wochen 80 bis 100.000 Leute und die waren jetzt auf Tour und die Tour war ausverkauft und ich bin Manager und so. Also der, dass der natürlich mit dem Comedy viel anfangen kann, ist klar. Und meine beiden Töchter, die sind nicht ambitioniert, das selber zu machen, aber sie, ich glaube, sie dulden es, dass ich es mache, würde ich sagen. So. Ab und zu gibt es ja auch Phasen, wo einem die Arbeit dann wo die Arbeit des Vaters den Vater auch zu sehr in Anspruch nimmt und quasi dem Kind wegnimmt. Und dann, glaube ich, mag kein Kind den Job des Vaters, egal was er macht. Ja, auch wenn da draußen Leute sagen, irgendwie, oh, cool, dein Vater hier bei Badel ist cool. Und meine Tochter denkt dann nur, ja, aber deswegen ist er auch dauernd am Wochenende weg. Und das ist überhaupt nicht lustig. Und deswegen, ich glaube, man sieht es so von verschiedenen Seiten. Aber sie kommen schon immer in die Vorstellung. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich natürlich auch, genau wie der Gerd, auch dafür, dass wir jetzt schon dann doch schon etwas gereifte Männer sind, unheimlich viel Scheiß im Kopf. Und deswegen, ich glaube, das gefällt ihnen ganz gut, dass man so ein bisschen kindlich geblieben ist dabei. Gut, die nächste Frage hast du eigentlich auch schon beantwortet, ob du der Klassenclown in der Schule warst. Warst du nicht, hast du gesagt? Ne? Nee, Klassenclown, ja, sag mal, ich hatte schon eine große Fresse, das muss man sagen. Ich war schon irgendwie, ich war auch Schulsprecher und so. Oh. Und habe immer so, ich habe schon immer gedacht, dass ich irgendwie, dass ich das, was ich sage, dass das unbedingt wichtig ist, was sich ganz oft als völliger Irrtum rausbildet. Klassenclown ist immer so, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich früher als in der Schule die Leute zum Lachen bringen muss, aber ich war jetzt auch nicht schüchtern, also das glaube ich nicht. Was macht dir denn am meisten Spaß, so live zu spielen vor Publikum und du schreibst ja auch Bücher, ne? Ja. Oder so CDs, sage ich mal, zu machen, die sich dann die Leute anhören können. Was ist denn das, wo also, du sagst, macht am meisten also, Spaß? Also sag mal, rückwirkend betrachtet muss man sagen, dass natürlich diese Abwechslung, dass man immer mal das macht und dann mal das macht, dass das super ist. Dass man zum Beispiel, also bei Basals haben wir es lange Zeit so gemacht, wir haben ein neues Programm geschrieben, dann hat die Arbeit am Schreiben erstmal Spaß gemacht. Mhm. Dann gehst du auf die Bühne, du bist die ersten Tage sehr nervös, also da ist das Lampenfieber überdeckt die Vorfreude, bei mir ganz klar. Dann, wenn das Programm irgendwie läuft, hat man irgendwann auch auf der Bühne Spaß. Dann hat man das anderthalb Jahre gespielt und dann sagt man, wow, wir gehen jetzt aber dem nächsten Studio und wir müssen eine neue CD schreiben und dann nehmen wir die auf und sowas. Und du hast halt immer so eine Abwechslung. CDs machen wir ja nicht mehr, also jetzt schon, haben wir schon lange keine mehr gemacht. Aber wir arbeiten halt immer noch an neuen Sachen. Wir haben jetzt gerade eine Plattenfirma gegründet, also ein kleines Label, Frau Batz Records heißt es. Und bringen da Gerds erstes Soloalbum raus. Also es ist nur erstmal nur für uns. Das muss ich gleich dazu sagen. Nicht, dass wir jetzt über Demos überschüttet werden. Wir haben jetzt gar keine Kapazitäten, keine Angestellten. Wir machen das zu zweit und bringen jetzt Gerds Soloalbum raus. Das macht aber auch total Spaß. Ja. Selbst das Organisieren des Labels hat total Spaß gemacht. Und die das alles besorgen und einrichten und selbst Gewerbeamt und so ein Kram, wenn das für einen selbst ist, dann hat man das irgendwie alles, macht man das alles ganz gern. Und ich glaube, das Abwechslungsreichtum bei Badesalz ist echt ein Riesengeschenk. Mhm. Oder jetzt schreibe ich auch in einem Buch und einem neuen Soloprogramm und man kann das, jetzt haben wir viel gespielt, aber als wir jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen aufgehört haben zu spielen, sagte der Gerd so zu mir, sagte, hey, das war echt toll die letzten Wochen, aber ich bin auch froh, dass wir jetzt Pause haben, weil irgendwann ist man ja auch ein bisschen platt davon und so. Und dann freut man sich jetzt drauf, zu Hause zu sitzen und dann sein Zeug zu machen. Und wir sind selbstständig, wir verdienen damit anständig und das ist ein großes Geschenk. Also wir haben wenig Leute, die uns mal was sagen können und weil wir das auch gar nicht gut ertragen. Also untereinander wohl, aber sagen wir mal, Chefs über sich haben wir halt nie und sind halt unsere eigenen Chefs und das ist schon geil. Wo kommen denn die Ideen her für eure Programme? Es gibt so einen ukrainischen Gagschrank, den haben wir billig bezahlt. Bei mir im Keller und da ist Igor und der muss immer sagen, Igor, jetzt brauche ich Gag. das werden wir natürlich unheimlich oft gefragt. Tatsache ist, wenn man immer darauf angewiesen ist, selber zu schreiben. Also wir arbeiten ja nie mit Autoren. Ist das Mikro noch dran, weil du da gerade so hinguckst? Okay. Ja. Wir arbeiten ja nicht mit Autoren. Also bist du ja immer auch auf der, wie soll ich sagen, auf der Jagd nach Material und nach Gags und nach Ideen. Und deswegen ist da so ein Daueraufnahmegerät im Kopf,
dass du alles checkst, irgendwie, ah, da ist was lustig, vielleicht im Ansatz, das merke ich mir, oder du schießt einfach über irgendwelche Träume, Tagträumerei, was in den Kopf und du sagst, aber das ist eigentlich eine geile Idee für eine Nummer. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Filmmusik gehört von einem alten Film, Indiana Jones, und auf einmal habe ich gedacht, so mit der Musik könnte ich einen tollen Anfang für mein Soloprogramm basteln, ob das dann was wird, weiß man nicht, aber irgendwie so eine krude Geschichte erzählen und so, also man ist immer irgendwie so ein bisschen durchlässig für Material und für Inspiration, also das ist wahrscheinlich in der Musik auch so, das kann manchmal sogar sein, ich habe mal MRT gemacht, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, MRT. Das ist der Röhre, ja. und dann kriegst du Kopfhörer auf, weil es unheimlich laut ist, weil es so auf einmal fiel über diesen Rhythmus fiel mir eine Musik ein. Und dann dachte ich, boah, jetzt musst du den nur merken, und kannst du denn, gerade jetzt hat ja nichts, kein Aufnahmegerät oder sowas, ja. Und dann bin ich dann später raus ins Auto, dann irgend so ein Thema und so, und habe das dann für meine Platte benutzt, also. Okay. Die Ideen sind eigentlich überall. Aus dem Alltag praktisch, ne? Ja, nicht immer im Alltag. Also auch, wie gesagt, Tagträumerei oder du, irgendwie ein komischer Dialog oder so, wo du sagst, okay, der Dialog ist jetzt nicht lustig, aber wenn ich die beiden Figuren nehme und wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, die hätten jetzt so und so gesagt, oder was wir jetzt zum Beispiel super gerne machen, das mache ich sowohl mit dem Gerd gerne und der Rick Cavania macht das auch, ist ein sehr guter Freund von mir, wenn wir im Auto sind, die Scheiben sind zu, du siehst zwei Leute, die an der Bushaltestelle sich unterhalten, dass wir die synchronisieren. Dass wir den letzten Scheiß jetzt vorlegen. Ja. Da habe ich mal die Hämorrhoide gekratzt und dann denkst du, ah ja, bei mir, ja. In Wirklichkeit machen die Firmen die so ein ganz harmloses Gespräch und wir machen das mieseste Zeug. Ich sage, ja, damals im Krieg habe ich ja damals raus. Und das macht total Spaß. Und da entstehen natürlich auch Ideen, wo du sagst, irgendwie, ja, klar, ja, kann man sich mal merken, ist irgendwie eine gute Nummer draus geworden. Oder so. Das hast du ja vorhin erzählt, du machst ja auch für den HR unter anderem so eine kleine Reihe zum Thema Eintracht. Du analysierst ja immer die Spiele. Warum bist du denn Eintracht-Fan? Das ist ja, das macht der, also in der Regel ist es ja so, dass man sich das nicht aussucht. Also wenn jetzt. Oder wie kam es dazu? Ja, das kann ich dir sagen. Ich habe Fußball gespielt, war also Fußball interessiert als Bub und war großer Fan von Wolfgang Overath. Das ist lange, lange her. War Spieler beim 1. FC Köln. Also dachte ich wäre auch 1. FC Köln-Fan. Ja. Also dachte ich irgendwie, ich muss mit 10, 11, keine Ahnung, wie alt ich war, ins Stadion gehen, als ich sah, dass der 1. FC Köln in Frankfurt spielt und bin da alleine hin, also ein Mädchen aus der Nachbarschaft, die schon Führerschein hat, hat mich zum Stadion gefahren, ich bin da allein reingedackelt, stand dann in den Block drin und dann sah ich die Eintracht mit Grabowski und Hölzmann, also zwei Ikonen, ja, die wirklich unglaublich gut Fußball gespielt haben. Mhm. Und dann war ich von denen verzaubert und dann bin ich da rausgegangen, opportun wie ich war, habe ich meinen Köln-Schal an den Zaun gehängt und habe mir von meinem Taschengeld noch einen Eintracht-Wimpel gekauft und dann bin ich quasi wie, sag mal, der Protestant, der in einen buddhistischen Tempel kommt und als Buddhist wieder rauskommt, bin ich da rausgekommen. Und das war einfach eine fußballerische Erleuchtung. Und seitdem ist es so. Und da kannst du machen, was du willst. Ich leide mit diesem Verein. Ich bin mit dem Verein viermal abgestiegen. Ich vermute, ich steige ein fünftes Mal mit dem Verein. Das kann gut sein, aber das halte ich auch aus. Also das ändert ja auch nichts. Also sagen wir mal, ich weiß zwar, dass das für den Verein eine Katastrophe ist, weil da Leute entlassen werden müssen. Die Geschäftsstelle reduziert sich. Ich kenne Herbert Bruchhagen mittlerweile recht gut und weiß, dass der leidet wie die Sau. Das tut mir für den total leid. Aber unterm Strich ist es so, dass du als Fan bleibst du ja dann Fan. Du gehst dich ja dann nicht weg und sagst, du, ich habe eine coole Idee, ich werde Bayern München Fan. Das geht nicht. Jetzt geht das gar nicht mehr. Ja. Okay. Was planst du denn so für die Zukunft jetzt? Was hast du nur so vor? Also so kommunikativ. Muss tanken nach dem Interview. Da auf längere Sicht gesehen. Es muss zum Reden noch. Auf längere Sicht. Also zum Aldi dann. Ich mit meiner Tochter ins Theater. Jetzt ist gerade der Plan, also das Badehaus-Programm läuft, wir spielen bis 2017. Das ist im Chefs, ne? Chefs, genau, was du in genau, das hast du ja auch gesehen. Genau. Und dann werden wir, beide arbeiten an Soloprogrammen, wir haben beide Premieren. Ich habe Premiere im Februar 2017 und der Gerd im März. Das ist viel Arbeit, das ist viel mehr Arbeit als im Badehaus-Programm schreiben, weil du das alles alleine bestreiten musst. Und ich sitze auch im Moment noch so ein bisschen davor und hasse es. Also jetzt manchmal gibt es schon Momente, wo ich es mag, aber es gibt auch viele Momente, wo man es hasst. Und dann habe ich angefangen vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr einen Roman zu schreiben, den ich auch hasse. Na gut. Ich hasse den nicht, aber das Romanschreiben ist wirklich, man hat mich gewarnt und das ist wirklich, ich habe ja sonst immer nur, schreibe ja nur Kolumnen und ich habe jetzt Adlerträger, ist so ein Buch, was ich mit einem Zeichner, mit dem Michael Abitz gemacht hat, das ist die Historie von Eintracht Frankfurt aus der Sicht von einem achtjährigen Mädchen und ihrem Opa. Das ist so episodisch, weil du sagst irgendwie, okay, heute reden wir über Abstiege, dann schreibt man ein Kapitel zum Thema Abstieg und so weiter. Und das hat total Spaß gemacht. Also familientauglich geworden, wir lesen auch Kinder ganz viel und so. Und das konnte man so episodisch
Episode schreiben, so heißt es. Und das war ein schönes Arbeiten, weil man immer so sagt, heute versuche ich mal das Thema und wenn es dann einigermaßen fertig ist, nach 2 Tagen sagt man Haken dran. Bei einem Roman musst du ja Strukturen und Verläufe so und das ist irgendwie, also ich mal gucken, ob ich den fertig kriege, muss ich ehrlich sagen. Kann auch sein, dass ich dran scheitere, also das kann auch mal passieren. Okay, und kommst du mit deinem Solo-Programm auch hier im Umkreis irgendwo in der Nähe? Ich komme mit, ich habe ja, also ich werde in Darmstadt spielen, ich weiß noch nicht ganz genau wo. Gibt verschiedene Modelle, gibt das Halb-Neun-Theater, es gibt aber auch die Zentralstation. Da waren wir in dem kleinen Saal mit Dolbohrer vor einem Jahr. Da spielen wir jetzt nochmal mit Dolbohrer, übrigens im Sommer, weil das so schön war und weil Drei Eichenhain, die Burg ist ausverkauft. Da haben wir gesagt, also Rick und Martin, der Pianist, haben gesagt, wir möchten gerne noch einen mehr haben. Und dann haben wir gesagt, hey, Zentralstation, geiler Laden, war das letzte Mal knaller ausverkauft und das machen wir jetzt nochmal im Juli. Und mit meinem Soloprogramm auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir kommen nochmal ins Theater mit De Chefs, ein 5. Mal. Und Darmstadt ist ausgesprochen freundlich zu uns und zu mir, muss ich echt mal sagen. Also es gibt so Städte, die man mag. Ich bin auch gern, ich gehe auch gern einkaufen da und so. Meine Tochter, jetzt manchmal meine große Tochter, arbeitet im Hort in Darmstadt. Meine junge Tochter hat jetzt gerade ein Praktikum gemacht beim Roland Hotz, bei dem Comedy Hall. Also mit dem wir auch eng befreundet sind. Und Roland hat ja auch unser Bühnenbild gebaut. Das schon davor, das und das davor. Also da sind viele Freunde auch. Darmstadt 98 kann man, wenn man einigermaßen ein normales Fußballherz hat, kann man nur den Hut vorziehen. Klar ist es, ich wäre jetzt opportun und gelogen zu sagen, das ist jetzt auch mein Verein. Das will ja auch niemand von Darmstadt 98, dass jetzt der Eintracht-Fan so sagt. Aber sagen wir mal, der Respekt ist da und die Freude, wenn die am Wochenende sich immer da hinten rausschälen. Und ich wünsche mir zum Beispiel tatsächlich auch nicht, dass jetzt dass Darmstadt absteigt, damit wir nicht absteigen. Sondern mein allergrößter Wunsch wäre, dass beide Vereine drin bleiben, es irgendjemand anders erwischt. Das kann eng werden. Aber Darmstadt ist eine coole Stadt. Ich mag die. Es ist jetzt nicht so, weil ihr jetzt hier in der Nähe seid, sondern das ist nachweislich. Also ich bin ganz oft in Darmstadt und finde es cool. Habe auch noch so einen Drogenhandel in Darmstadt irgendwie, der auch sehr gut läuft, was mir auch gut gefällt. Ja. Ist Darmstadt irgendwie. Darmstadt und ich, wir sind echt so. Jetzt haben wir ja so viel über euer Programm, auch der Chefs, geredet, so ein bisschen. Und die meisten Leute hier, die das gucken, denke ich mal, kennen das ja wahrscheinlich noch gar nicht von uns. Ja. Ich habe es ja schon gesehen. Ja. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz so einen Einblick geben, um was geht's denn da? Also generell ist es so, dass wir schon jetzt seit längerer Zeit schon keine Nummernprogramme mehr spielen, sondern wir haben eigentlich ja so eine Art Comedy-Theaterstücke. Das heißt, wir bauen, ja, das Bühnenbild ist schon mal ein bisschen so eine Vorgabe und dann erzählen wir darin eine Geschichte mit 2 festen Figuren. Das machen wir jetzt schon ziemlich lange und De Chefs ist eigentlich eins unserer Lieblingsprogramme, weil das spielt in, da sind auf der Bühne 2 Kneipen, die sehr verranzt sind, also sehr runtergekommen sind und Gerd ist halt der Chef von der einen, ich bin der Chef von der anderen. Die beiden können sich eigentlich nicht besonders gut leiden, weil jeder glaubt, dass der andere daran schuld ist, dass keine Kunden kommen und keine Gäste kommen. Also jeder sagt irgendwie, ja, weil bei dir muss man schon mit einer Atemschutzmaske dran vorbeilaufen, damit man keine Allergie kriegt und was weiß ich. Und der andere sagt, ah ja, aber bin ich jetzt gerade ganz blöd? Das Essen schmeckt nicht. Nein. Wie heißt denn das, wenn man jemanden kommen lässt, der Insekten beseitigen soll? Der Kammerjäger. Volles Blackout, das bleibt ja komplett raus. Und der andere sagt, was weiß ich, weil der Kammerjäger hat aber bei mir dein Bier getrunken, weil er Angst hat, bei dir sich die Krätze an den Gläsern zu holen und so. Also die beiden beschuldigen sich die ganze Zeit und dann werden aber beide gekündigt. Also beide kriegen ein Kündigungsschreiben vom Vermieter, dass die Hütten abgerissen werden sollen und jetzt müssen sie irgendwas machen, damit die Läden doch noch auf Vordermann kommen, fusionieren, tun sich zusammen und darum geht es in den Chefs. Die beiden Vollidioten versuchen irgendwie den Laden auf Vordermann zu bringen, indem sie sich zusammentun. Also was natürlich unterm Strich kompletter Blödsinn ist, weil sie letztendlich machen sie aus 2 beschissenen Kneipen eine beschissene Kneipe. Aber das ist ihnen erstmal nicht bewusst und natürlich streiten sie sich, unterhalten sich, wie das bei Badehals immer so ist. Gibt mal das Thema, so wie es im realen Leben Effects. Redet man ja auch nicht immer, bitte? A Special Effects oder auch mit dem Toaster oder irgend sowas oder ja, Mikrowelle, ne? Mit dem Kassettenrekorder, auch. Genau, Kassettenrekorder war es, ja. Spanischkurs, ja. Genau. Wir wollen nicht zu viel verraten. Genau das. Wir arbeiten mit aufwendigen Special Effects. Keine Kosten und Mühen gescheit, ne? Keine Kosten und Mühen mit Hollywood und Steven Spielberg und das zusammen ausgetüftelt und
Ja, dann vielen Dank fürs Interview. Du hast jetzt vielleicht nochmal die Chance, den jungen Schülern, die sich hier den Kanal angucken, was mit auf den Weg zu geben, wenn du da was hast. Ja. Es gibt verschiedene Berufe, die ich euch nahelegen kann. Es werden auch immer wieder gefragt, wie wir die Zukunft des Zuhälters einschätzen. Ich würde sagen, da ist man auf jeden Fall selbstständig. Drogendealer ist teilweise schwierig, weil der Markt schon so voll ist, also was man so mitkriegt. Das ist gerade in Darmstadt, ne? In Darmstadt. Also ich würde Drogendealer sagen, also jetzt vom Verdienst, wenn es gut läuft, ist ein super Job, aber es ist von den Möglichkeiten im Moment begrenzt. Profifußballer ist auch ganz gut und Prokurist, finde ich noch persönlich. Was ist das denn? Weiß ich nicht genau. Ich finde es gut. Ja gut, dann vielen Dank und wir sehen uns mal, hoffe ich mal wieder. Alles Gute.